Ich habe mich tatsächlich ein bisschen geärgert, als ich diesen Beitrag, den nächsten, heute Morgen gesehen habe, weil ich nämlich vorgestern noch Taxi gefahren bin und mit der Kreditkarte gezahlt habe und 1,50 Euro Aufschlag zahlen musste, hier in Berlin. Das ist ganz komisch. Also nur in Berlin gibt es diese Taxigebühr und alle zahlen hier 1,50, als sei es selbstverständlich. Aber das ist quasi in ganz Deutschland hinfällig. Es ist in der ganzen EU hinfällig. Nur hier kümmert es keinen eben in dieser Stadt. Das ist unfassbar. Ich bin in den letzten Tagen auch Taxi gefahren. 3 Euro, ich bin abgezockt. Ich fühle mich abgezockt. Das kann ich verstehen. Bitte. Wer in Berlin sein Taxi mit der Kreditkarte bezahlt, der darf sich wundern. Denn trotz einer neuen EU-Verordnung, die Kreditkartengebühren für unzulässig erklärt hat, wird in Berlin immer noch munter abkassiert. 1,50 Euro Gebühr für Kreditkartenzahlung. Unser Reporter Christian konfrontiert den Taxifahrer mit der EU-Verordnung. 1,50 Euro zu. Wofür? Für Kartenzahlung. Generell. Für bargeldlose Zahlung wie in Berlin 1,50 Euro. Zusätzlich. Da muss ich jetzt mal eben nachhaken, weil das ist doch abgeschafft worden. Aber nicht für Berlin. Das Problem? Der Taxifahrer beruft sich auf die seit 2015 geltende Berliner Taxigebührenordnung. Die wurde nämlich nicht geändert. Ich habe mich erkundigt und so wurde mir das gesagt. Ach, was soll so? Ich machen? Ja, aber soll ich kündigen oder was? Nee, aber ich sag doch, also, aber Sie sind quasi auf meiner Seite, dass Sie sagen, eigentlich ist das nicht richtig, oder? Ja, das ist richtig, aber wir haben viele Gesetze, die so nicht umgesetzt werden. Da steht's nochmal, ne? Artikel 62 Absatz 4, die Mitgliedstaaten stellen in jedem Fall sicher, dass der Zahlungsempfänger keine Entgelte für die Nutzung von Zahlungsinstrumenten verlangt. Ne? Ja. Was ist die Problematik? Also Sie müssen quasi die 1,50 Euro hier erheben, ja? Ja. Woran liegt das? Ja, weil das auf alle bargeldlosen Zahlungen, das war schon immer so, so steht das in den Beförderungsordnungen und so weiter und so fort. Mhm. Und bis jetzt kam keine andere Information. Ja. Schlicht und einfach. Wir treffen den Verbraucherschützer Friedhof Jönsson. Er weiß, das neue EU-Recht wird in Berlin schlichtweg bis heute ignoriert. Doch wie sollen sich Berlin-Besucher und Einheimische denn nun verhalten? Man kann die Zahlung natürlich verweigern, dann kommt es aber zum Streit mit dem Taxifahrer. Ich würde anregen, auf einer Quittung vielleicht vermerken zu lassen, dass man diese 1,50 Euro nur unter Vorbehalt bezahlt. Und wenn sich später herausstellt, dass was nicht rechtmäßig gewesen ist, dass man das zurückfordert. Oder natürlich, dass man immer ausreichend Bargeld dabei hat, dass man erst gar nicht in diese Situation kommt. Reporter Christian versucht noch einmal, der Kreditkartengebühr zu entgehen. Wie wird der Fahrer diesmal reagieren? Ich glaube, das ist abgeschafft worden. Am 13. Januar wurde das abgeschafft. Nee, noch nicht, leider nicht. 13.01. EU-Verordnung. Ja, aber Berlin macht noch weiter. Ach, Berlin macht noch weiter? Ist das denn für Sie oft ein Problem, dass Kunden sagen, ich zahle das nicht? Nein, eigentlich schon. Ja. Sonst müsste ich ja selber zahlen. Aber wie gesagt, ich bin Dienstleister. Ja. Das ist meine Arbeit. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, steig mal jetzt hier aus, bitte. Das kann ich ja im Regen will ich nicht rauslassen oder irgendwo. Weil Sie ein netter Mensch sind. Also, aber wenn ich das jetzt nicht bezahlt hätte, hätten Sie das aus Ihrer eigenen Tasche draufgelegt? Hätte ich gemacht. Ehrlich? Ja. Was soll ich machen? Ja. Taxifahrer Hünker Salis hätte in diesem Fall die Gebühr tatsächlich aus eigener Tasche berappt. Doch soll das die Lösung sein? Der Chef der Berliner Taxi-Innung sagt nein. Er verweist auf die noch geltende Gebührenordnung. Ich empfehle unseren Fahrern, sich weiter an die Gebühren zu halten und die 1,50 Euro zu erheben, solange vom Land Berlin, von der Senatsverwaltung, keine Freigabe oder keine Tarifänderung umgesetzt wird. Das wird im Berliner Amtsblatt bestätigt und dann ist der Drops gelutscht. Doch das kann noch Monate dauern. Auf Nachfrage teilt uns der Berliner Senat mit, dass mit einer Änderung der Gebührenordnung nicht vor April zu rechnen ist. Bis dahin werden sich Kunden und Taxifahrer wohl weiter um die 1,50 Euro Kreditkartengebühr streiten müssen. Also im Prinzip schön für alle, die jetzt nicht in Berlin leben. Das sind ja dann auch gefühlt noch 79 Millionen Menschen in diesem Land. Die müssen das nicht bezahlen. Also bei Ihnen ist alles gut, ja. Liebe Zuschauer. Machen Sie sich keine Sorgen.